Deutsch als Fremdsprache. Kurze Lesetexte für das B-Niveau. Brieftauben. Eine Brieftaube findet fast immer ihren Weg zurück in den Taubenschlag. Wie macht sie das? Das wissen wir nicht. Oft folgen die Brieftauben den Landstraßen. Aber das tun sie nicht, um sich zu orientieren. Die Aufwinde über den warmen Straßen helfen ihnen beim Fliegen. Man trainiert die Tauben, indem man sie immer weiter wegträgt und sie dann loslässt. Später befestigt man an einem Bein einen kleinen Behälter. Darin ist ein Zettel mit der Mitteilung, die die Taube nach Hause tragen soll. Schon die alten Ägypter hatten Brieftauben. Bis zum Ersten Weltkrieg, in Klammern 1914 bis 1918, wurden Brieftauben im Krieg gebraucht. Sie waren schneller als die Meldeläufer. In Paris werden noch heute Brieftauben eingesetzt. Wenn ein Unfall geschehen ist und es Verletzte gegeben hat, erscheint ein Krankenwagen. Dieser führt Brieftauben mit. Die Tauben fliegen mit Blutproben ins Spital zurück. Wenn dann die Krankenwagen im Spital ankommen, weiß der Notfallarzt bereits, welche Blutgruppe die Verletzten haben.